Sie wollte schön sein und schlank, um jeden Preis. Viel Sport, viel Bewegung, keinesfalls Süßigkeiten. Josie aus Kiel, Influencerin. Die 24-Jährige in der Sonne, an den schönsten Orten der Welt, dabei immer perfekt gestylt. 118.000 Menschen folgen ihr auf Instagram. Sie sehen dort fröhliche Fotos und ein strahlendes Lächeln. Und sie trauern. Denn Josie ist mit 24 Jahren gestorben, an den Folgen ihrer Magersucht. In der Schule wurde das Mädchen gemobbt. Mit bereits 11 Jahren litt sie dann unter einer Essstörung. Es wurde ein Teufelskreis aus Hungern und Sport. Josie wird immer dünner. Im Alter von 24 Jahren wurde ihr dieser Lebensstil jetzt zum Verhängnis. Die Influencerin ist mit einer Freundin im Urlaub auf Gran Canaria, als ihr Herz plötzlich aufhört zu schlagen. Josie schläft friedlich ein. Ihre Eltern erfuhren es durch die Freundin, die den leblosen Körper im Bett fand. Sie sind in tiefer Trauer und appellieren jetzt an andere Mädchen, die unter der gleichen Krankheit leiden. Mein Herz schmerzt unendlich, dein Herzchen hörte einfach auf zu schlagen. So Josies Mutter. Ihr Vater bezeichnete Anorexie als eine hinterhältige Krankheit. Denn rund 10% aller Magersüchtigen sterben daran. Jahrelanges Hungern kann zu Organversagen führen. Josie bezeichnete die Essstörung als ihre beste Freundin. Aber erklärte auch, wie einsam die Krankheit einen mache. Kurz vor ihrem Tod wollte auch sie andere junge Frauen warnen. Sucht euch Hilfe, passt auf euch auf, sprecht über eure Probleme. Sie selbst hat den Kampf jetzt mit nur 24 Jahren verloren. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.